Wolfgang Baldes, Pressesprecher der Polizei Köln. Wir stehen jetzt hier am Kölner Dom. Wir haben gestern Abend um 20 Uhr mit Diensthunden den Kölner Dom durchsucht. Hintergrund ist ein Gefahrenhinweis, den wir sehr ernst genommen haben. Nach der Durchsuchung haben wir den Dom verschlossen. Und heute kommt jeder in den Dom zwar rein, aber erst nach einer Untersuchung und nach einer Kontrolle. Ja, können Sie was zu den Hinweisen sagen oder warum können Sie eben nichts dazu sagen? Da wollen Sie nicht. Zu dem Hinweis im Detail werden wir uns nicht äußern, außer dass wir ihn ernst nehmen. Es gibt eine Gefahrensituation. Ziel war eigentlich Dom und Silvester, das sind die zwei Schlagworte. Da wir aber hier ein Symbol der Christenheit haben, heute ist das höchste christliche Fest. Und deshalb haben wir den Einsatz vorgezogen, auch jetzt in Weihnachten, weil eben sehr viele Menschen heute hier schon unterwegs sind. Das heißt, der Einsatz wird aber wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage noch weitergehen und die Leute müssen sich halt auf den Einsatz auch einstellen und halt eben auch mit den Kontrollen. Der Einsatz wird über Weihnachten bis zu Silvester andauern und dann müssen wir schauen, wie die Hinweislage sich möglicherweise verdichtet oder entkräftet.